Mein Name ist Henrik von Werden, ich arbeite im Methodenwiki und ich habe eine Professur für Methoden. Die Wahl der wissenschaftlichen Methode erzeugt ja auch einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis, weil die Methodik doch oft das Herzstück des disziplinären Dogmas ist. Wir haben in den letzten Jahren einen Methodenwiki erstellt, wo wir im Wesentlichen versuchen, eine praktisch supradisziplinäre Perspektive auf Methoden zu entwickeln. Die Idee ist, dass wir wirklich versuchen, unabhängig von diesen disziplinären Fokuspunkten zu sein und eben Kohärenz zu erzeugen. Häufig ist es so, dass in verschiedenen Disziplinen Menschen auch die gleichen Methoden benutzen und gar nicht voneinander wissen. So there could be qualitative methods, there could be quantitative methods, and we have different areas of research. For example, I have worked in climate change vulnerability and GIS. So my primary aim is to have a GIS knowledge base. And similarly, we have other methods used in research which we want to have in a format which is easily accessible to whoever wants to gain knowledge from this. Dazu haben wir jetzt schon relativ umfangreich den Methoden-Wiki erarbeitet, den wir eben auch in Flipped-Classroom-Formaten schon vehement einsetzen. Der Unterschied zu vielen Wikis, die es jetzt im Moment schon gibt, ist, dass wir verschiedene Medien verwenden, wie YouTube-Videos, Beispiele und eben diese klassischen Artikel. Und andererseits dann eben auch diese ja, normative Dimension mit reinnehmen, die ansonsten verloren geht, wenn man eigentlich einfach nur eine Methode normal erklärt, wie in einem Lehrbuch zum Beispiel. Usually the Wikipedia pages we open online, I can go and edit that Wikipedia page. So my knowledge base might not be based on scientific evidence or articles researchers or scientists all over the globe have published. I can just edit it anytime I want to. And also they are very scattered. Like if you want to look into a particular research method, for example, you want to look into focus group discussion and then questionnaires. They both are part of one kind of methodology, which is surveys. But if you have to look at Wikipedia pages, you kind of have to like visit so many different pages before coming to the one which you really want. And this is one thing which makes MethodWiki special. Like you have all the information, you have all the knowledge you want about methods in research in one particular place, and they are all interlinked. And second point, which I really find interesting, is method recommendation tool. I have not seen something similar until yet. Und das Ziel im Projekt ist es jetzt natürlich einerseits, die Inhalte auszubauen und in mehr Lehrveranstaltungen reinzubekommen, sodass also mehr Lehrende sich auf diese Inhalte berufen können. Wir andererseits dann ein Peer-Review-Verfahren etablieren wollen, dass also auch wir Feedback von Expertinnen in den jeweiligen Bereichen bekommen und basierend darauf dann das Ganze umarbeiten können. Dann möchten wir natürlich auch das Feedback von den Studierenden, das heißt, wir machen auch Evaluationen und holen uns auch auf qualitativer Ebene natürlich Feedback ein, um den Wiki kontinuierlich zu überarbeiten. Und dann wollen wir das Ganze am Ende auch an andere Universitäten tragen, damit die das auch einsetzen und wir von da eine internationale Feedbackstruktur etablieren können.